Deutschland ist ein Einwanderungsland. 26% der Bevölkerung hat eine Migrationsgeschichte. Obwohl wir in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben, sind wir weit davon entfernt, von gleicher Teilhabe oder auch Repräsentanz von Migrantinnen zu sprechen. Institutioneller und struktureller Rassismus führen zu Diskriminierung und Benachteiligung für Geflüchtete und Migrantinnen in allen Lebensbereichen. Rechte und konservative Politik spaltet mit Hetze und Vorurteilen unsere Gesellschaft. Mit diesem Beitrag will ich Fragen stellen und diskutieren, was sich ändern muss. Mein Name ist Gökay Akbulut. Ich bin Bundestagsabgeordnete und migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Heute treffe ich mich mit Mike, der Opfer eines rassistisch motivierten Übergriffs wurde. Sein Freund Max hatte ihm damals geholfen, mit der Tat umzugehen. Die Polizei war leider keine Hilfe, sondern Teil des Problems. Und am Rande der Geschichte geht es auch darum, dass die Videoüberwachung der Mannheimer Innenstadt nicht zur Aufklärung des Falles beigetragen hat. Hallo, mein Name ist Mikey Muha Drame. Ich komme aus Gambia. Und dann, ich bin 30 Jahre alt und ich war früher Flüchtlinge. Ja, hallo, ich bin Max. Ich bin Sozialarbeiter hier in einem Jugendzentrum und bei unterschiedlichen Sachen ehrenamtlich aktiv, unter anderem bei den Falken in Mannheim und habe darüber auch den Mike kennengelernt. Meine ersten Jahre in Deutschland, wenn ich habe gekommen, da war fast das war die erste Jahre war, ich denke 2011, da war erste Jahre und dann ich habe erste Mal ich habe dort angefangen Karlsruhe und danach wir sind hier gekommen in Mannheim. Bin in Mannheim gekommen, damals wir wohnen hier in der Industriestraße. Wir haben früher eine Regierung, die Regierung ist Diktatur. Und wenn jemand hat geredet, deine Meinung, da will der Soldat kann deine Hause gehen oder Polizei, der kann dir aftern und dann gehst du Gefängnis oder der soll dir Torturing machen. Wie heißt Torturing? Folter. Ja, genau. Es habe viele diskriminiert, weil dreimal Rassismus-Attack. Dreimal? Ja. Hier in Mannheim? Hier in Mannheim, Rassismus-Attack. Und wie ist das passiert? Genau. Ich denke, zweimal du hast gesehen in die Video, wenn du... Das Video habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Da war Februar, gell? Ich glaube, es war der Februar, ja, es war der Februar irgendwann. Ja, genau. Was ist passiert da? Ja, genau. Es war mit dem Fahrrad und der Mann hat mir so ein Fass hingemacht. Und ich habe Bremse gemacht, mein Fahrrad sagt, oh. Es war am Paradeplatz, wo er nicht hätte Fahrrad fahren dürfen. Ja, genau. Und ich habe gesagt, okay, kannst du mir sagen, aber du darfst nicht mir ein Fass hin. Und ich bin mit diesem Mann, wir reden. Ja. Und zwei Deutsche gekommen. Nicht wegen Diskriminierung, wenn du sagst Deutsche, nicht alle Deutsche. Ja, weil mein bester Freund hier ist Deutsche. Ja. Du bist. Wir wissen, wie du da. Genau. Und dieser Leute, der eine hat Tattoos, ist Rassismus. Da hat zu mir gekommen, ja, was ist du? Du, da hat eine Beleidigung gegeben. Ich habe nie Beleidigung gehört. Ich habe Leute gefragt, was ist diese Beleidigung? Da, du Hurensohn, du Nigger, du zum Beispiel, du Papistis, geh wo du kommst. Aber das ist nicht wie eine Beleidigung, aber da hat mich geschlagen. Ja, die Video halt gesehen in der Parade, da hat mich geschlagen. Alle hier, wenn du schlafe, die Blut kommt von meinen Augen. Da war zweimal, die Blut kommt. Vor meinen Augen war den Bades. Also die waren zu zweit und du warst alleine dann? Wir waren alleine. Andere hat mich geschlagen, andere hat mich so festgehalten. Ja. Die Polizei gekommen, die Polizei hat mich genommen und diese Leute da hat mich gelassen. Ah, die Polizei hat dich mitgenommen? Ja, mitgenommen. Und bring mich zu die Polizei Station. Da hat geredet, was passiert, was ist das? Ich habe gesagt, okay, wo sind die anderen Leute, hat mich geschlagen, du lass. Und die Polizei hat gesagt, okay,
bei die anderen, dieser White People, die Deutschen, die hat mich geschlagen. Bei mir, Polizei hat nur ein Wort genommen von meinem Statement. Mein Statement, like, they only said, ein Satz. Ich sage der Polizei, guck Video, da hat mich geschlagen. Polizei hat nur das genommen. Der will nicht was zu, passiert ist. Ja, der will nicht mehr hören. Und das pain aber me. Die haben doch gesehen, dass du verletzt bist. Ja, verletzt bist und die Polizei hat gesagt, verletzt bist, schlagen nicht. Und, aber die andere hat viele Protokoll. Die Mann hat geblieben, die Mann hat ich habe das Video geguckt, ich habe so gestanden und da hat mich so. Die Staatsanwaltschaft hat sich geweigert, die Anzeige anzunehmen, aufgrund von den, also aufgrund von, nur aufgrund des Videos. So. Ja. Und hat auch, also sie haben es, ich glaube, die Aussage war aus nicht öffentlichem Interesse. Ja. Weil nicht ganz, also weil der Rassismusvorwurf auf dem Video nicht belegbar sei. Klar, da ist keine Sprache drin. Genau. Und seine Aussage wurde halt nicht geglaubt. Die Polizei hat mich gefragt, willst du deine Kanzlerin, Ambassador? Konsulat. Konsulat. Ich habe gesagt, warum ich brauche meine Konsulat? Hier ist nichts wegen das. Ich bin nicht kriminell. Jemand hat, somebody offended me. Ich will das sagen, immer noch. Ich meine, du bist angegriffen worden, du bist verletzt. Ja. Und deine Aussage wird nicht genommen, sondern nur ein Satz. Und die anderen können kann sagen, okay. Seitenweise. Ja. They don't listen Aussagen to my side of story. Da war die Waldorf. Ich liebe Waldorf, die Leute. Okay. Aber die Polizei, wie war das Spiel? Der Frage. Der andere hatte einen, also der hatte einen Waldhof-Pulli an. Ja. Oder war es ein Pulli? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ja. Waldhof, Salz oder Pulli? Ja, Salz, ja, sie Salz. Perfekt, ja. Ja, und die Polizei hat ihn halt zu dem also festgenommen und die anderen Typen gefragt, wie ist das Spiel gelaufen? Die Argumentation der Staatsanwaltschaft war noch, dass auf dem Video nicht ganz zu sehen ist. Ja. Er hat sie natürlich irgendwie versucht, den anderen abzuhalten. Und auf die Kameras am Paradeplatz sind in so einer Perspektive gewesen, dass man nicht gesehen hat, ob er jetzt den Arm, wann er den Arm hingestreckt hat. Und das war die Aussage, wenn er den Arm vorher hinstreckt, dann könnte das bei den anderen, um sich loszureißen sein. Attest from the arts, dieser Schlage, dieser Attest. Aber die anderen waren ja nicht verletzt. Nein. Die anderen waren nicht verletzt. Nee, auf dem Video war auch ganz klar zu sehen, dass der andere wesentlich aggressiver, er geht vorbei an Mike, kommt zurück und schlägt wesentlich aggressiver auf ihm ein. Man muss sagen, Mike stand auch noch, also er hat nur mit dem Fahrrad gehalten. Das heißt, er stand auch mit dem, also ziemlich unsicher auf dem Fahrrad und hat mit einem Hand an das Fahrrad und mit der anderen Hand versucht, sich zu schützen. Aber also diese Aggressivität, die man da gesehen hatte, wurde nicht Gegenstand von irgendwelchen Bewertungen. Institutioneller Rassismus und Alltagsrassismus erschweren das Leben für viele Geflüchtete und Migrantinnen in unserer Gesellschaft. Polizei, Justiz und Behörden sind leider oftmals Teil des Problems. Deswegen setzen wir uns ein für die Stärkung der Rechte von Geflüchteten und Migrantinnen. Es muss Schluss sein mit Rassismus und Diskriminierung bei der Suche nach Wohnungen, nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen und auch in allen anderen Lebensbereichen. Was ist meine Meinung? Wenn jemand kommt hier, ich kenne viele Leute, der will integrieren das System. Mhm. Der will Schule gehen, will Arbeit machen, will gutes Leben machen. Nicht jeder ist gleich. Aber ich kann mehrere Leute will. Aber zum Beispiel, wenn du Asylanten kommst von den afrikanischen Ländern, will hier und du hast Arbeit gefunden, die Leute sagen, du darfst nicht hier arbeiten, du darfst nicht hier bleiben, musst deine Heimat zurück. Und dieser Mann, oder ich kann die Leute hat Ausbildungsstellen. Der hat Ausbildung angefangen. Dieser Leute ist guter Leute. Der will hier bleiben, der will Steuern bezahlen. Und mehr in Baden-Württemberg sagt dieser Leute, nein. Musst du zurück in deine Heimat. Aufgrund der restriktiven Aufenthaltsgesetze müssen viele Geflüchtete und Migrantinnen jahrelang in Angst und Unsicherheit leben. Die permanente Angst vor Abschiebung,
eines Nachts abgeholt zu werden, macht krank. Deswegen sagen wir Nein zur Abschiebung. Wir fordern Bleiberechtsperspektive für alle Menschen in unserer Gesellschaft. Kein Mensch ist illegal. Feministisch, migrantisch, links. Ich trete ein für eine Gesellschaft ohne Rassismus, Ausbeutung und Diskriminierung. Wir kämpfen für soziale Gerechtigkeit und für eine offene und solidarische Gesellschaft. Thank you.